Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Dawn of Man. Ich grüße euch. Schön, dass ihr den Weg hergefunden habt. Unsere Heuständer sind auch schon soweit fertig. Aber was ich noch nicht gesehen habe... Also, was ich gesehen habe, ist, dass der Transport, dass das super abgeht. Spirituell sind wir noch nicht. Ich würde gerne gucken, wir müssten ja jetzt hier auch zum Beispiel... Na, das war jetzt schon abgeerntet, okay, also das ist wirklich hier zum Beispiel, das ist wäre halt eine super Ecke, um sowas wie Getreide halt eben so abzuernten. Wir müssen das unbedingt schaffen, dass wir das Zeug jetzt reinbekommen, weil es wird ja, es geht ja jetzt schon in den Spätherbst quasi. Und alles, was wir jetzt nicht, was wir nicht ranbekommen, das ist halt jetzt weg. Ne, also wir haben ein bisschen was, ein bisschen auch Grain haben wir da. Das wird jetzt auch weiterverarbeitet, eben in Mehl. Und das wird dann hier verschürt eben zu Brot. Und ihr seht das schon, das läuft hier jetzt auch schon durch. Hier werden Brote gebacken. Und da sind schon die ersten, die richtige Brote auch in der Bude haben. Trader ist angekommen, okay. Trade. So, wir können hier Getreide kaufen. Er hat nichts im Angebot, was mich gerade wegreizen würde. So, ich baue jetzt nochmal ein paar Bögen. So, da haben wir auf jeden Fall unsere Leute auch ein bisschen besser ausgerüstet. Er hat auch einen Bogen. Also es haben schon viele Leute bei uns haben einen Bogen. Ich würde mal gerne irgendwas jagen gehen, aber nicht ein Reno. Nicht, wenn ich nicht muss. Irgendwas jagen gehen, ja, so wie hier. Hier laufen noch ein Haufen Tiere rum. Haben wir hier gerade irgendjemanden rumstehen? Hundert Knochen haben wir mittlerweile bekommen. Da haben wir jetzt eigentlich auch mal wieder ein bisschen was. Dann machen wir jetzt erstmal das Unlock von den Polishing. Stone Polishing. Jetzt können wir mal gucken. Jetzt können wir sowas wie eine Sichel mal auch herstellen. Machen wir mal 4, 5, 6 mal eine Sichel und dann auch mal ein paar Flint Knives. Also wir haben jetzt richtig Arbeit vor uns, gerade auch vom Winter noch. Was Gute ist, wir kriegen Essen ohne Ende gerade rein. Das habe ich nicht kommen sehen. Das ging jetzt so schnell, das Jagen hier. Da kommt doch einer. Icon. Okay, solange nicht jeder Jäger auch eine passendes Zubehör hat, ist das total dumm. Ohne Bogen geht hier noch gar nichts. Aber es wird. So ein Bogen hilft uns ja dann auch durchaus weiter und es werden ja auch Bögen ohne Ende gemacht. Und Rawskin haben wir ja auch massiv, ja, das wird dann auch wieder weiterverarbeitet. Eben in Dryskin. So, momentan hängt hier auch relativ viel wieder. Das passt schon. So, was wir aber auf jeden Fall noch bräuchten, wäre mit Sicherheit nochmal neues Storage Tent. Da sehe ich auf jeden Fall Arbeit vor uns. Und dann bauen wir jetzt hier mal unten nochmal eins her. Oh, hier nochmal eins. Vielleicht bauen wir hier auch nochmal eins her. So. Haben wir hier nochmal ein bisschen mehr Lagerkapazität. Gut. Können wir damit auch noch im Übrigen was ganz anderes machen? Nee, ne? Ein Motor kommt hier auf jeden Fall auch nochmal einer her. Weil einer allein reicht hier, glaube ich, auch nicht. Wenn das Richtige abgeht, mir dann auch mit dem selber anpflanzen. Das können wir ja im Augenblick noch gar nicht plant. Können wir noch nicht. Da brauchen wir Cereal Domestic. Also wir müssen das domestizieren und das können wir wo? Flax Fruit Rye. Okay, also hier geht es dann so langsam los. Fruit Tree können wir schon vorher im Kupferzeitalter. Underground Mining ist auch noch demnächst dran.
Da, hier können wir. Also wir müssen jetzt quasi noch ein bisschen Punkte aufwenden und dann haben wir es dann auch da geschafft. Okay, jetzt gucken wir aber nochmal eine andere Sache und zwar den Progress. Und zwar brauchen wir... Wir müssten noch mehr Tiere jagen, damit geht es am einfachsten. Raider haben wir noch gar keine kennengelernt. Ja, und ansonsten mit all dem, was wir hier tun, sowieso auch. Das schaut schon geil aus, ne? Jetzt gucke ich mal gerade. Das ist Cavelion, ne? Von denen halten wir uns erstmal noch fern. Ansonsten gibt es ja auch kaum Tiere, die wir jagen könnten. Da hinten ist nochmal eine ganze Herde. Könnten wir mal eine Jagd geben. Die Himmelsgötter sind uns nicht gewogen, meine Lieben. Es hat auch gerade keiner Trinkwasser irgendwie gelagert. Das ist auch nochmal eine ganze Herde. Okay, also da, wenn die das Fleisch jetzt auch mit dem Schlitten bringen, dann bin ich ja total begeistert. Dann lass uns da nochmal auf jeden Fall ein, zwei bauen. Oder auch mehr. Weil diese Schlitten, die scheinen sich jetzt hier gerade total zu bewähren. Guck mal, die haben das Zeug auch genommen und hier neben das Feuer gebracht. Ich hätte das nicht anders gemacht. Ich hätte das genauso gemacht. Einfach, weil du das verfügbar hast. Wie schaut es hier aus? Oh, das ist alles ziemlich voll hier oben. So. Auch hier, die Produktion läuft auch noch 1A. Auch da habe ich mir mal überlegt, sollte man da vielleicht nochmal einen neuen hinsetzen, einen zweiten. Ich weiß es nicht. Okay, schauen wir mal weiter. Also Hunde passen auf, dass nichts passiert. Das finde ich schon mal sehr wichtig. So, wir gehen weiter aggressiver vor. Das heißt, wir werden auch weiterhin Tiere jagen, und zwar haufenweise. Das werden wir auch brauchen. Einfach um weiterzukommen, generell weiterzukommen. So, hier ist ein neues Lager, neue Lagerfläche fertig. Wobei, der schleppt ja seine Holzstückchen dann doch schon wie ein Weltmeister durch die Gegend. So viel Heu haben wir ja auch gar nicht. Stroh hält sich in Grenzen, was wir bisher gesammelt haben. Okay, wir haben 4 Punkte jetzt. Wir brauchen 7, meine ich, um auch die Pulse Processing hier zu lernen. Und dann 15 weitere. Also das wird ins nächste, ins Kupferzeitalter zu kommen, wird uns noch mal ein bisschen Herausforderungen bescheren. Aber... nichtsdestotrotz, wir werden natürlich auch weiterhin unsere neue, weiterhin werden wir auch neue Häuser bauen. Zwei Stück jetzt erstmal. Weil wir auch immer mehr Aufgaben haben, die wir nicht lösen können alleine. Mit 2 neuen Leuten könnten wir hier halt einen zweiten Ringkreis bauen. Das heißt, wir hätten dann schon eine zweite Möglichkeit, wo unsere Leute sich aufwärmen können. Beziehungsweise wo sie leben. So, auch hier das nächste Tent ist dann auch schon soweit. So. Okay, die ersten sterben an Altersschwäche. Und ich finde es immer noch eine Sauerei. So, die...
Lass mal lieber bleiben. Hier hinten, so weit weg vom Dorf, ist mir das ein bisschen heiß. Was ist das denn? Strawberries. Ja, das funktioniert natürlich nicht mit, wenn ihr da hier so dämlich vorgeht. Ja, die brauchen mehr. Warum natürlich unsere Bogenschützen jetzt nicht so weit vorarbeiten, weiß ich auch nicht. Das wäre extrem wichtig. Ach, guck mal, jetzt können wir, finden wir auch generell noch mehr Sachen. Okay, das wird jetzt interessant dann auch. Hier hätten wir ja auch nochmal eine Sammel-Area. Könnte man jetzt auch eine hinbauen. Weil es ist ja wichtig, dass wir auch das Zeug bekommen. Wir haben 6 Brote im Übrigen, die halten sich auch ewig. Dann braucht man nämlich nicht mehr so heftig weit rumlaufen, um Leute zu jagen. In dem Moment, wo ich sagte, halten sie ewig, stirbt natürlich sofort was weg, ne? Ist ja klar. Es ist Frühling und unsere Sachen hier halten sich natürlich auch noch ein bisschen. Sind noch nicht gewachsen. Ja, wieder Knowledge bekommen, sehr schön. Neuer Bogenbau. So, jetzt ist der voll. Ich baue jetzt nochmal einen Crafter hier rein. Können wir den daneben bauen? Das wäre extrem angenehm. Müsste ich nicht die ganze Zeit gucken, wo der ist. So, bauen wir den hier hin. Hohe Priorität. Ah, wir haben schon. Okay. Dann machen wir das natürlich auch noch, das nächste Processing hier weg. So, und jetzt kommt es auf 15 an, meine Lieben. Irgendwas, was ich noch nicht kenne. Hier drüben war auf jeden Fall sehr viel. Pear Tree, okay. Ja. Trader is arrived, okay. Was habt ihr im Angebot? Brötchen. Rain. Ja. Es gibt leider kein Geld, sonst hätte ich das natürlich gegen Geld tauschen können. Ah, wieder was entkommen. Okay, neuer Schlitten, aber wieder ein bisschen, wir kriegen die ganze Zeit neues Wissen hinzu, aber das hier ist eigentlich das, was mich am meisten interessiert und das unterstützt unsere Entwicklung natürlich auch in Zukunft sehr, sehr massiv. Wie viele Knochen habe ich denn? Ich habe so viele Knochen, dass ich nicht weiß, wohin damit. Ich muss das jetzt alles mal wegwurschteln. So. Können wir schon die ersten Sachen ernten? In Fall. Okay, wir haben Sommer. Ja, na gut. So, die nächsten Schlitten werden alle gebaut. Das ist super. Ich finde das cool mit diesem Wissenssystem. Das finde ich, muss ich sagen, das macht mir gerade richtig Spaß, das anzuschauen. Weil, durch Aktionen, die man bewusst oder unbewusst macht, dann hier in der Forschung weiterzukommen, finde ich eigentlich einen ganz tollen Ansatz. Oh, hier wird langsam schon die erste Hütte wieder löchrig. Da sind auch welche, die sind ziemlich löchrig. Was ist denn eigentlich mit unserem ganzen... Haben wir gar kein Animal Hide mehr? Das macht die Sache natürlich jetzt komplizierter.
Wir müssten dringend mal ein neues Animal Hide nachbekommen. Rawskin haben wir theoretisch. Wird aber viel wahrscheinlich für die Schlitten auch verbraten. Wie viel Kapazität haben wir? 30! Wir können noch 8 Leute hinzuholen quasi. Ja, mit dem Bogen ist natürlich eine ganz andere Geschichte hier. Gut. Aber lassen wir das erstmal hier hinten arbeiten. Wir bleiben mal im Dorf. Die Jäger machen das schon. Die sind gut mittlerweile. Die sind richtig gut. Müssten gucken, dass wir eben für jeden hier einen Bogen auch rausbekommen. Aber auch der kostet natürlich Dry Skin. Da sollten wir jetzt erstmal die Reparatur der Hütten auf jeden Fall priorisieren. Und die entkommen natürlich, wenn du da mit dem Stein drauf wirfst, der und der nächste hat einen Bogen dabei, da ist der Bogenschütze immer im Vorteil. Und dann kommt natürlich auch das Getier. Genau, und ich mache jetzt momentan mit dem Weiterverarbeiten hier mal nichts anderes, als unsere Knochenlager mal ein bisschen leer zu machen und dann eben für Händler, wenn mal wirklich einer kommt. Und hat jetzt zum Beispiel mal einen mega geilen neue Technologie im Angebot, die wir noch nicht haben. Ja, dann können wir uns die halt wirklich schön mit den Speeren erkaufen. Aber das ist trotzdem so. Genau, und das sollte eben da landen. Ja, es werden jetzt immer mehr, wir brauchen immer mehr Dry Skin. Wir priorisieren mal ganz kurz hier die ganzen Dry Skin, Skin Dryer, Dry Skinner, ja genau. Trader has arrived, ja, gucken wir mal. Der hat Leder im Angebot, das will ich wie gesagt ja nicht. Stroh interessiert mich gerade nicht, das interessiert mich alles nicht. Okay, danke fürs Gespräch, war schön mit dir. Und wir haben 9 Menschen in unserer Siedlung. So. Wie gesagt, ich hoffe, die Prioritäten sind klar. Das Zeug jetzt hierher zu bekommen, das wäre wichtig. Caveline Attack, wo? Jawohl! Alter. Gerade so geschafft. Jetzt kommt die ganze Sippschaft hier an. Wir haben 8, wir brauchen 15. Das schaffen wir wahrscheinlich diese Folge nicht mehr, meine Lieben. Aber gucken wir mal. Haben wir hier noch Tiere? Ganz weit da hinten sind welche. Da können wir auch noch mal einjagen. Hier sind haufenweise Tiere. Hier ist auch ein mega geiler Fischgrund. Ich jag hier einfach mal querbeet rein. Weil falsch machen können wir hier, glaube ich, nichts. Also diese Richtung hier oben, die ist ziemlich interessant. Hier hinten sollten wir auf jeden Fall gucken. Ja, das ist cool. Ah, unsere ganzen Hütten sind alle repariert worden, ne? Muss man dazu sagen. Hier die Priorität mal wieder runter. Wie gesagt, die Produktion von neuen Bögen ist, ihr reizt mich halt auch noch ein bisschen.
meine Lieben. 11 Hammer. Das kann schnell gehen mit der Jagd. Gerade mit besseren Jagdutensilien ist das natürlich sowas wie Bögen. Ist natürlich eine schöne Sache. Wenn der jagen geht und hat halt nur einen Bone Spear dabei. Ja, meine Güte, dann kann ich ihm auch nicht helfen. Ich hau jetzt mal richtig Vollgas. Ich will Bögen haben. Und zwar Bögen ohne Ende. Und meine Sachen, meine Begriffe wäre so, wer bei uns in der Siedlung ein Jäger ist, der muss natürlich auch Zeug haben, um jagen zu können. Jetzt habe ich natürlich dieses Jahr überhaupt nichts an Getreide geerntet, ne? Haben wir eigentlich jemanden mittlerweile oder immer noch, der 20 Leute? Sagen wir mal, wir wollen 50 Wasser wollen wir lagern. Oder 40. Dann hat nämlich jeder hier irgendwann Wasser. Hoffentlich. Die bauen immer noch an den Dingern rum. Ja gut, aber jeder Schlitten, der hier fertig wird, ist auf jeden Fall für uns wichtig. Unsere Jagdaufträge sind auch fertig, das heißt, auch da sollten wir jetzt gar keinen großen Kopf mehr uns drum machen. Wir könnten nochmal schnell hier ein bisschen ausdünnen. Das ist manchmal oft, ich sehe da oft wenig, wenn ich hier reingucke. Hauen wir da mal ein paar Bäume raus. Haben wir auf jeden Fall genug Holz erstmal. Ich würde gerne so wahnsinnig gerne neue Häuser bauen, aber da bin ich noch gespannt. Okay. Ey, irgendwann kannst du neue Häuser bauen. Es ist auch die Frage, geht das überhaupt? Da kommt nochmal ein Händler. Kann uns aber nichts anbieten außer Leder. Kaufe ich jetzt mal Leder von ihm. Gib dafür mal ein paar Speere auf den Kopf. Den Pick. So. Genau, haben wir nämlich einen Haufen Leder, dann kriegen wir unsere Schlitten auch alle fertig. Na, jeder hier, der möchte, kann sich einen Schlitten wegnehmen. Ja, meine Lieben, ich würde sagen, wir schauen jetzt nochmal kurz aus der Kameraperspektive das Dorf an. Es wächst und gedeiht gar großartig. Oder Foto. So, und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Wenn ihr Lust habt, bis dahin. Sag ich danke fürs Zugucken. Habt eine tolle Zeit. Lasst es euch gut gehen. Euer Zwerg auf ZwergTube. Ciao.